Hallo Freunde, ich grüße euch. Wir machen heute weiter mit meinen Erzählungen aus meiner Zeit bei den Fallschirmjägern der Fremdenlegion in den Jahren zwischen 1987 und 2002. Wir sehen uns nach dem Intro. Bye bye. Ja, hallo Freunde, ich grüße euch. Was ändert sich, wenn du plötzlich Unteroffizier bist in der Fremdenlegion? Ja, also fundamental würde ich sagen, von der Einstellung zunächst einmal gar nichts. Ja, du dienst immer noch weiter mit Honor et Fidelité, das ist unser Leitspruch. Und es ist immer noch deine Familie, die Legion. Ja, Legio Patria Nostra. Das sind nicht nur Sprüche, ich bin da durch, ich weiß das. Also vom Esprit her, zunächst mal null, nada, zero, ändert sich nichts. Ja. Bei mir hat es mit dem Unteroffizier werden 4 Jahre gedauert. Also ich habe engagiert am 4. Februar 1985 und bin Unteroffizier geworden, genau 4 Jahre später. Ja. Was sich jetzt natürlich ändert vom ersten Blick, ja, wenn man mal drauf schaut von außen, ja, das ist natürlich die Kopfbedeckung, ja. Als Legionär, Legionäre Premier Class Caporal, vielleicht teilweise Caporalchef, trägst du das Capi Blanc, ja. Und das ist so eine Geschichte, ja. Da ist ja viel dahinter. Du hast dich damals beworben in der Legion, hast zunächst mal diese Unsicherheit gehabt. Mensch, ich gehe dahin, nehmen die mich überhaupt, ja? Und dann hast du alles hinter dich gelassen. Das ist schon, da ist viel, da sind ein paar Tränen im Gepäck drin, würde ich sagen. Ja, dann bist du durch den ganzen Prozess der Aufnahme, die ganzen Tests, dann durch den ganzen Prozess des Bootcamps, des Ausbildungscamps in Castelnaudary, Ausbildung in der Fremdenlegion, ja, 17 Wochen, ist ja auch kein Zuckerschlecken. Dann hast du den Marsch Capi Blanc gemacht, damit du das hier bekommst, ja. Ja, hast dir Blasen gelaufen, da stand das Blut in den Stiefeln, ja, 90 Kilometer in 2 Tagen, ja, ist auch nicht jedermanns Sache. Und dann bekommst du das Capi Blanc auch noch überreicht von einem deutschen Offizier, bei mir war das damals der Kurt Hessler, ja, Gott sei seiner armen Seele gnädig, ja, und dann machst du den Red-Fahnde Kampagne, ja, wo du wirklich zeigst, was du im Bauch hast, und dann geht's ab mit diesem weißen Käppi nach Französisch-Guyana. War ja 2 Jahre lang im 3. RI an der Dschungelkampfschule in der Fremdenlegion. Und die ganze Zeit hat mich das Capi Blanc begleitet, ja. Und dann ab zu den Fallschirmjägern der Legion. Ja, und dann kommt so ein Leutnant auf die Idee, dich auf den Unteroffizierslehrgang zu schicken. Ja. Und irgendwann war Schluss mit dem Käppi, ja. Irgendwann war Schluss. Du gehst auf den Lehrgang, ja. Machst deinen Lehrgang, recht oder schlecht, und irgendwann, ja, hast du das hier, hast das schwarze Käppi, ja, ist schon Wahnsinn. Auf der einen Seite sagst du, ja, ich will Unteroffizier werden, aber auf der anderen Seite, oh nein, mein Käppi, das will ich nicht hergeben, ja, irgendwie so ein Zwiespalt, ja, weil das Capi Blanc ist das Symbol der Legion schlechthin oder von einem Fremdenlegionär schlechthin, und wenn dir dann auf einmal das schwarze Käppi auf hast, na, das sagt den anderen zunächst mal gar nichts. Ja. Gut, also, du bist als Unteroffizier natürlich immer noch Fremdenlegionär. Ja. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber es hat sich ja doch schon was geändert, würde ich sagen. Ja, ja. Capi Noir, und wie schon berichtet, wenn du Unteroffizier bist, alle Unteroffiziere und aufwärts, also Kaporalchef, würde ich sagen, 15 Jahre Dienstzeit, Unteroffizier, normaler NCO, also Sergeant, Sergeantchef, Adjutant, oder dann als Offizier trägst du eben dieses Capi Noir. Also, 1989 wechselte ich vom Capi Blanc zum Capi Noir. Ein paar Tränchen im Augenwinkel, aber da musste ich dann durch. Gleich geht's weiter. Ja, als Unteroffizier, dann hast du natürlich auch einen anderen Lohn, ganz klar. Du hast andere Rechte und andere Kompetenzen. Beginnen wir mal mit dem Lohn. Der ist natürlich schon, ich würde sagen, konsequent höher. Aber wegen dem Geld bin ich nie zur Legion. Das hat mich nicht so wirklich interessiert.
dann hast du Rechte, zu denen komme ich gleich am Schluss, aber halt die Kompetenzen ändern sich. Ja. Du bist auf einmal nicht mehr Chef de Kipchoge oder Chef de Kipfe, wie du es als Kaporal warst, hattest vier Mann unter deiner Befehlsgewalt, sondern auf einmal bist du Gruppenführer. Und als Gruppenführer in der Legion, da hast du mindestens 10 Mann unter deiner Fuchtel oder die dir auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sind. Ja. Und diese 10 Mann, die führst du in den Einsatz, ja, die führst du als Wachhabender unter deinem Befehl oder plötzlich von irgendwie einem Chef de Detachement. Du kannst auch Unteroffizier vom Dienst werden, ja, also in der Kompanie. Soweit zu den Kompetenzen. Ja. Du wirst aufgenommen ins Unteroffizierskorps. Das ist mal wieder eine ganz, ganz andere Welt. Ja, ich komme da noch drauf. Da gibt es ein paar Zeremonien, die sind ja nice, würde ich sagen, schön. Aber jetzt kommen wir mal zu den Rechten. Du hast als Unteroffizier natürlich viel mehr Rechte. Auf einmal bekommst du alle zivilen Rechte zurück, die man dir anfangs genommen bzw. verweigert hat. Ja. Als Kaporal, da wohnst du im Camp. Du hast ein Zimmer, hast eine Bude, da sind 4 andere Legionäre drauf oder 5, je nachdem, wie die Arten die Zimmer sind. Ja. Und als Unteroffizier, da bekommst du plötzlich ein Zimmer draußen im Hotel des Sous-Officiers. Das ist entweder im Camp oder außerhalb vom Camp. Ja. Hast dein Einzelzimmer, das gehört dir als Käppi Noir-Träger. Ja. Du darfst plötzlich heiraten. Ja. Ganz normal, auf einem ganz normalen Weg in der Kirche, beim Standesbeamten, beim Militärpfarrer, wie es dir gerade in den Sinn kommt. Ja. Du darfst eine Familie gründen. Du kannst dir ein Appartement mieten in der Stadt, entweder von einem Zivilisten oder eben eins, was die Legion dir zur Verfügung stellt, ist dann ein bisschen kostengünstiger. Du darfst plötzlich Auto fahren. Ja. Du darfst dir ein Auto kaufen, du darfst Auto fahren. Du darfst ein Bankkonto haben, was vorher ja nicht der Fall war. Jedenfalls nicht in dem Sinn. Ja, du kannst Verträge abschließen. Das heißt, du bekommst all deine zivilen Rechte wirklich zurück. Ja. Und das ist natürlich die große Änderung in deinem Leben als Fremdenlegionär. Ja. Du unterscheidest dich von den Rechten her, von den zivilen Rechten, nicht mehr vom Otto-Normalverbraucher da draußen. Ja. Nur, dass du vielleicht ein bisschen mehr Geld in der Tasche hast, ja, und einen interessanteren Job hast. Ja, und von der Verantwortung her natürlich ändert sich das Verantwortungsgefühl. Ja? Denn du bist ja nicht nur militärischer Vorgesetzter, sondern du hast ja 10 Jungs unter deiner Fuchtel und du weißt, die kommen alle aus einem anderen Land. Die sprechen alle ursprünglich eine andere Sprache. Jeder hat einen anderen Background. Ja? Die haben in der Legion was gesucht, was sie draußen im Zivilleben nicht gefunden haben. Ja? Und die kamen an in die Legion und waren teilweise verzweifelt. Ja, und du musst da, und die haben auch verschiedene sozialen Background gehabt, ja, verschiedene Religionen. Und du musst da aus diesen Diversitäten, musst da eine Amalgam machen, ja, eine zusammenschmelzen lassen. Und die schauen zu dir hoch. Die schauen ganz genau, was du magst. Ja, du darfst kein Unrecht walten lassen. Das geht gar nicht. Ja, da geht der Schuss nach hinten los. Das heißt, du bist plötzlich so wie eine Papa-Figur von irgendwelchen Jungs, die via Légion étrangère sich selber suchen. Ja, so wie ich damals. Ja. Und das ist eine ganz, ganz große Verantwortung, die du da auf die Schultern gedrückt bekommst.